Er gilt als das Enfant terrible der großen Bühnen. Intensiv, unberechenbar, exzentrisch. Das sind nur einige der Adjektive, mit denen Ben Becker beschrieben wird. Man kennt ihn als Tod in Jedermann, von seinen Bibellesungen oder auch als prügelnden Society-Rüpel. Auf der Bühne des Wiener Konzerthauses konnte man ihn heute Abend vielleicht in der Rolle seines Lebens sehen. Dietmar Petschel war für die ZIP24 dabei. Ich hatte das Haus viel kleiner in Erinnerung. Und ich kam hier heute rein, ja, und da ist bei mir erstmal so der Fahrstuhl im Keller. Ich dachte, nee, das schaffe ich nicht. Der Sommer hält nicht lange an. Dass er für das Debüt seines Musikprojekts gleich das ehrwürdige Konzerthaus gewählt hat, passt zu Ben Becker. Die ganz großen Gesten sind schließlich sein tägliches Geschäft. Die Idee zum Programm kam ihm bei den Salzburger Festspielen im Gespräch mit dem Dirigenten Ingo Metzmacher. Immer einen kleinen Schritt dahinter. Ich sage, ich möchte eigentlich nur noch auf der Bühne stehen, im dunklen Anzug traurige Lieder singen und Zigaretten rauchen. Da hat der gesagt, ganz toll. Und das ist jetzt 2 Jahre her. Und das Ergebnis ist das, was da heute Abend irgendwie, was ich versuche, heute Abend hier auf die Bühne zu bringen. Ich kann dich nicht vergessen. Und so fliegen wir noch. Er zittert, er schreit und flüstert, er rollt mit den Augen. Ben Becker gibt den gefühlvollen Schmerzensmann. Seine düsteren Schlager hat er zum größten Teil selbst geschrieben. Wir haben im Laufe vieler Auftritte und bei den Proben sind neue Songs entstanden und so aus Spaß. Und da hat sich irgendwie was entwickelt. Und das wollte ich ausbauen und hatte einfach Lust dazu, mir was Neues vorzunehmen. Also ein neues Gesamtkunstwerk auf die Bühne zu stellen.